Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of the Solar Empire. Jetzt wird es ein bisschen seltsam, weil ich das Intro nächste Episode wiederholen muss. Aber so ist es. Wir spielen Foreign Invasion, also fremder Übergriff. Ich habe keine Ahnung, ich spiele diesmal mit den Tech-Rebellen. Auch wenn, ich glaube, ein anderes Volk gewünscht war. Ich glaube, man wollte, dass ich mit Vasari spiele, aber die Stimme ist so zum Kotzen und ich finde sie nicht so toll. Es soll mir auch selbst ein bisschen Spaß machen, ne? Also habe ich die Tech-Rebellen genommen, mit den Techs kenne ich mich ein bisschen aus. Und die Tech-Rebellen würzen das Ganze dann ein bisschen anders. Für mich passt das. Ich lasse die listig zufällig sein, ob die aggressiv, defensiv, forschen, ökonom sind. Ich könnte sie auf aggressiv stellen, ich könnte sie auf defensiv stellen. Ich lasse es, wie es ist und lasse mich überraschen. Und dann starten wir, wie versprochen, auch gleich los. Oh Gott, es geht tatsächlich sofort los. Okay, okay. Okay, 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 okay. Aufklärer-Fregatten. Huh, bin ich nervös. Ha! Erst gucken, ob die Aufnahme läuft. Das wäre jetzt traurig, wenn nicht. Passt, passt. Ton ist da. Sehr schön. Okay. Okay, okay, okay. Große Werft. Ich gehe sofort auf ein Großkampfschiff und level das hoch. Bam. Eine kleine Werft. Ich reiß sie mal noch nicht ab, solange ich kann. Und dann bauen wir einen Träger, Panzerkreuzer, Schlachtschiff, Schlachtkreuzer. Wer macht Damage bis zum Gehen? Träger fand ich richtig nice. Der macht Bombardement-Schaden, sehr viel Bombardement-Schaden. Aber Bombardement-Schaden ist nicht ausschlaggebend für mich, nicht derzeit. Raketenschaden. 14, 32, 16, 6, 42, 48, der macht definitiv mehr, der macht 4, 48, 17, 58, 65, okay, der ist definitiv lower, ja, nehmen wir erstmal den Panzerkreuzer, der hat Nuklearbombe und so. Sind Sie interessiert? Ein Auftrag? Keine Ahnung, zeig her. Entsenden Sie einen Gesandten. Okay. Wie mache ich das? Keine Ahnung, wie mache ich das? Warte. Komplett. Vielleicht kann ich selbst Aufträge erteilen. Nö, kann ich nicht. Gesandter. Ich glaube, es ist ein gesandter Kreuzer. Gesandtenkreuzer. Was brauche ich denn dafür? Erstmal ein Labor, macht ja auch Sinn. Zivil oder? Ja, Panik! Gesandter. Was ist denn der? Gesandter Kreuzer. Ist das wirklich ein Kreuzer? Ne, Rudergesandtenkreuzer. Okay, es ist also eine Fregatte. Aha. Die sind hier unten. Bauwerk komplett. Okay, dann bauen wir jetzt. Ich mach mal, was die KI möchte. Die kann nicht so dämlich sein. Sagte er und machte, was die KI von ihm wollte. Wohin jetzt? Okay, das passt. Die haben jetzt schon so ein Dings. Wow, die sind aber schnell unterwegs. Na gut, die KI ist nicht dämlich. Die weiß, was sie macht. Die baut die Kaserne aber auch nicht dahin. Also, Fabrik. Werft, sorry. Falsches Spiel, StarCraft ist da. So, jetzt hier. Ich brauche für einen Gesandtenkreuzer Neruda. Neruda. Wo ist denn der? Bauwerk komplett. Verbündete Truppen werden angegriffen. Naja, das ist aber... Das weiß ich, was ist. Leichter Träger. Bei Diplomatie ist das doch, ich Blödkopf. Alter, brauche ich zivil. Ja, selbst schuld. Mein Fehler kommt vor. Ich baue auch... Ich baue auch gleich ein Kolonialschiff, das werde ich nämlich auch brauchen. Sammelpunkt dahin.
Und vielleicht zwei leichte Fregatten als Begleitschutz. Eisplanet, den kann ich mir nicht holen. Verdammt. Wohin jetzt? Da hat's einen Asteroiden. Ist ja nicht schlecht, wenn ich den hätte. Was hat's hier? Asteroidengürtel. Der ist nicht wirklich besser. Den kann ich gar nicht einnehmen. Nicht kolonisierbar. Melde mich zur Stelle! Neue Horizonte erwarten uns. Erwarte Befehle. Dann müssen wir ja da runter. Jetzt kommen die dicken Kanonen. Was soll zerstört werden? Da liebt jemand dicke Kanonen. Habt ihr das gehört? Ah, dicke Kanonen. Was für ein Schwachsinn. So, Brandgranaten. Ich nehme die Atombombe, ist doch klar. Melde mich zur Stelle! Nuklearbombe. Aufgepasst! Nur schnell! Ah, obwohl, wenn der für mich das cleart, was er auch macht, dann können wir da oben leveln. Dann leveln wir hier oben und nehmen uns das da unten ein. Vorerst. Bauwerk komplett. Und dann forschen wir den gesamten Kreuzer. Und schicken den dieser Dame. Was ist die überhaupt für ein Dings? Keine Ahnung. Proviana. Ist es die oder die? Wer ist das? Auf den Sprungantrieb. Ah! Die da sind es. Ah! Ich soll zu denen. Nee, zu denen. Unsere Flotte wird angegriffen. Verstehe ich Eine nicht. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Naja. Muss ich nicht verstehen, oder? Phasensprung abgeschlossen. Mach mal Metallabbau. Erstmal auf. Halt. Stopp, warte. Kostenverringerung. Das ist gut. Zuerst die Kosten verringern. Acer. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Okay. Warte. Wir brauchen keine Forschung in Q. Noch nicht. Ja. Zivil. Boom, boom. Fahren Sie fort. Kolonialschiff. Geht hoch. Übermittlung empfangen. Eisplanet. Wo ist der? Arktisch 2. Dann bauen wir hier noch. Hallo? Ich hätte gern eine zivile Forschungseinrichtung. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Ah, Panik! Zeit ist knapp. Ist das für mich zu tun? Ah, die machen das schon. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Hey, das sind meine Gegner. Die wollen, dass ich von meinem Verbündeten Schiffe zerstöre? Wow, sind die böse! Entwicklung abgeschlossen. Ey, die KI versucht sie ja echt mit allen Mitteln. Ja, du kannst bei uns beitreten, wenn du deine Verbündete tötest. Wie blöd halten die mich? Nö. Wie wär's mit einfach nur nein? Bauwerk komplett. Also ernsthaft, sowas Dreistes. Ne. Nope. Das passiert mit Sicherheit. So, Gesandtenkreuzer. Nee, ist das überhaupt ein Gesandtenkreuzer? Ich Doofkopf. Ja, Gesandtenkreuzer. Passt. Verbündete Truppen werden angegriffen. Was soll zerstört werden? Nichts. Übermittlung empfangen. So. Forschung abgeschlossen. So wird Raumschrott gemacht. Haut's drauf. Piu, 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 piu. Bumm. Oh, das Schiff ist schon ein bisschen größer hier. Es hat eine große Bewaffnung hier mit Raketen und so. Wow, so viele Raketen! Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Ihr seid meine Feinde. Ich werde sicher nichts machen. Außer einer von denen sagt, ich soll Schiffe von jemandem von Ihnen aus Ihrer Seite zerstören. Bauwerk das würde ich komplett tun. Aber doch nicht von meinen Verbündeten. Hallo? Was die sich denken. Also ernsthaft. So. Ist ein Traum, an dem wir lange wirken werden. Was war das? Wieso höre ich plötzlich hier so eine Stimme? Leben ist ein Traum, an dem wir alle wirken werden. Klingt cool, aber what the warum? So, jetzt hole ich mir erstmal den Eisplanet. Der gehört mir. Und dann gehe ich mit dem Dings zum Gürtel. Soll ich mir den da holen? Das Ding ist, ich muss halt auch meinen Verbündeten ein bisschen was lassen. Ne? Also das hier zum Beispiel sollte der Gelbe haben. Der erdähnliche Planet. Oh hell no, den hol ich mir. Poröser Kern. Weiß nicht. Mal schauen. Was ist denn? Kommt man zu Algenib überhaupt hin? Wahrscheinlich nicht.
Es gibt zwei Piratenbasen. Wow! Mir gefällt das. Dingsbumsels hier. Der war das, der labert. Friede ist der Weg voran. Diplomatische Immunität. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ja, und guter Wille. Bauwerk komplett. Okay, dann bauen wir gleich noch einen. Das macht nämlich Sinn, die Beziehungen von Anfang an zu stärken. Bam. Jamaika-Bündnis. GG. Oder irgendwie sowas. Ne? Soll ich in Ihrem Namen sprechen? Nur schnell! Spreche. Spreche laut und deutlich. Erwarte Befehle. Was soll zerstört werden? Ihr könnt da hochgehen. Missionar, genau, der holt sich jetzt den Kram, ich hole mir den Eisplaneten. 33 Planeten soll es geben, aber ich habe schon 3, jetzt noch 3, das sind 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auf der Seite, 11, 12, wenn das als, das ist eng bemessen, das Spielfeld. Bei 6 Leuten, 33 durch 6, ungefähr 5, irgendwas, 5,5? Vielleicht sogar? Könnte sein. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Kniffelig. Wohin, Commander? Frieden ist ein Traum, an dem wir lange wirken werden. Ein Botschafter hat immer zu tun. Stimmt. Hau rein. Beeil dich. Phasensprung abgeschlossen. Was soll zerstört werden? Ist denn der andere Kreuzer? Oder ist er gestorben? Warte mal. Wie schaut denn der aus? Hallo? Ich hatte Forschung doch... abgeschlossen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Das ist schön, aber... Hier habe ich einen Kreuzer. Weiß ich. Wo ist der zweite? Ich hab den doch losgeschickt. Was ist Ihr Ziel? Ach, der geht da drüber. Ich dachte schon. Wieso fliegt denn der? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Wie dämlich, aber okay. Whatever. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Mach ruhig. So, hier erstmal ausbauen. Credits ganz benötigt. Wichtig. Erstmal ausbauen. Verbündete Truppen werden angegriffen. Und natürlich zusätzliche ausbauen. Credits benötigt. Wo? Ja, da ist egal. Ich habe schon so ein bisschen Panik gerade. Ich sollte forschen. Ich sollte forschen. Was forschen wir denn? Ich kann nichts mehr forschen. Warum kein Geld? Höchst beeindruckend. So, tiefer Metallgraben. Komm schon. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, ich mache erst das teure Zeug. Mehr Kristalle benötigt. Sollte aber passen. Mehr Kristalle benötigt. Mehr Kristalle benötigt. Sollte, wenn der könnte. Zusätzliche Credits benötigt. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ich bin hier, Proviana, um ihm zu helfen. Mach ich nicht. So, ich bekomme ein paar Credits und Zeugs, wenn das hier abgeht. Ah, Missionar. Nee, Missionar ist es nicht. So, du stellst dich bitte so nah hinter dem Planeten wie möglich. Ne? Soll ich in Ihrem Namen sprechen? So, jetzt habe ich doch die Aufträge erfüllt, oder? Arbeiten Sie weiter so gut und wir bleiben gute Freunde. Sie haben den Auftrag erfolgreich. Ja, natürlich. Ich bin ein guter Verbündeter. Ich gebe mir Mühe. Gibt's mir mehr Aufträge? Ich hau alles zu Brei. Oder so ähnlich. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ich muss hier noch zivile Infrastruktur machen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Wo verbündete Flotte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mehr Kristalle benötigt. Ja, das ist halt teuer. Das... Nein. Das doch. So, hier für den Kredit. Hilft nichts. Also, den Planeten auszubauen, zu entwickeln, zivil ist wichtig. Finde ich, weil das macht einfach Geld.
Forschung Xondirektiv flüstert, hier sind wir. Das ist schön, aber... Hey, die haben das ja schon eingenommen. Wie fies. Man kennt mir das ja gar nicht mehr. Warte, Rot ist böse. Aber komplett. Nur schnell. Höchste Zeit. Rot kann ich mir doch holen. Erwarte Befehle. Ha, okay. Das Metall behält der Gelbe, aber das Rote, das Kristall, das hol ich mir. Das ist meins. Übermittlung empfangen. Da hat er Pech gehabt. Gibt es jetzt eigentlich zwei Piratenstämme, auf die ich handeln muss? Nö, sieht nicht so aus. Wir wollen die Proviant. Weiß nicht. Egal, was ihr wollt. Nein, ich zerstöre doch nicht meine eigenen Leute. Was die Alliierte denken. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Kampf bei Faera beigetreten. Lass mich mal raus zu Faera. Faera. Das schaut böse aus. Die KI macht es schon nicht schlecht, muss ich gestehen. Zeit ist knapp. Höchste Zeit. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Bestätigt. Dann helfen wir denen einfach ein bisschen. Die können sich gegenseitig überbieten. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. So, ich muss ein bisschen was handeln. Wie wär's denn mit... Ich krieg mehr Geld. Also alles wird günstiger. Ist nicht schlecht, 40% Kostenverringerung. Auch wenn es für so nutzloses Zeugs ist, denke ich, dass es nützlich ist. Ja, paradox, ich weiß. Ha, gehört mir! Erwarte Bam! Befehle. Und zum erdähnlichen Planeten gehe ich auch. Wenn sie den sich nicht holen, hole ich mir den. Die KI ist eh stärker und schneller. Und den Eisplaneten, den hole ich mir dann auch noch, wenn hier nicht bald jemand hingeht. Wieso auch nicht? Piraten sind unterwegs. Die haben das hier, die haben das hier. Aber nicht zu mir, oder? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ah, die greifen den an. Alle Energie auf den Sprung. Naja, aber am Anfang sind die Piraten nicht ganz so tragisch. Unsere Flotte wird angegriffen. Was soll zerstört werden? Oh, what? Was? Der hat hier eine richtige Flotte. Oh, da muss ich aufpassen. Der steht da sehr nah dran. Schauen wir mal. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich baue mal zwei von diesen... Jawohl. Zwei von den Dingern hier. Ja, die sind beide so unbrennend. Verstärkung ist eingetroffen. So ungefähr, keine Zeit Ahnung. Zeit ist knapp. Erwarte Befehle. Das gehört jetzt dann bald wieder ihm, ne? Wenn er... Gut, er kann es nicht zerstören, das ist der Vorteil. Hey, will er mir das wegnehmen? Das wäre ein Bitch-Move. Das macht er nicht. Ah, ich kann Befehle geben. Ah, ich lasse die KI lieber selbst werkeln. Ich bin nicht gut genug in dem Spiel, um hier das Kommando zu übernehmen. Fürchte ich. So, ich könnte noch... anderes Großkampfschiff. Geld... Handelsposten. Okay, pass auf. Keine Logistikplätze mehr verfügbar. Das ist böse. Aber vielleicht hier. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Auch nicht. Dann bauen wir erst den Hauptplaneten aus. Das ist klar, der ist sicherer. Logistikkapazitäten. Erwarte Befehle. Übermittlung empfangen. Die Piraten sind böse. Nur schnell! Ich hab was für dich! Warte mal, das sind doch Verbündete, oder? Höchste Zeit! Die sind so ah ne, das sind Piraten! Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Verstehe ich nicht. Wohin, Commander? Oh, das schafft das Schiff nicht. Brauche ich ein neues und es ist teuer. Verflixt. Komm schon, das schaffst du. Ja, da kommt Verstärkung, komm schon. Nein! Sehr teuer, schade. Ich dachte, Gelb wäre mein Verbündeter. Ist er auch. Oder heißt es, dass das Ziel von einem Verbündeten ist? Planetenentwicklung abgeschlossen. Das könnte es auch sein, aber ich bin mir nicht sicher.
Naja, müssen wir mal gucken. Nicht ausreichende Metalle. Das ist halt auch böse. Orbitale Raffinerie, Handelsposten. Ich muss Geld machen, aber abgeschlossen. Ich muss auch dafür sorgen, dass ich Zeugs bekomme. Das ist auch ganz wichtig. Und dadurch wird's dann eklig. Neue Horizonte erwarten uns. Ja. Jawohl, Commander. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Läuft. Zeit ist knapp. Der Lilane ist böse. Was soll zerstört werden? Er haut jetzt besser ab. So wird Raumschrott gemacht. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, der Durchlauf des Let's Play wird richtig nice. Muss man mal sehen. Die gesamten Kreuzer stehen hier noch. Ja, das ist gut. Ich hätte sehr gerne weitere zivile Forschungseinrichtungen gebaut. Aber vielleicht reicht's ja schon, was ich habe. Nee. Ah, nicht zivil. Angriff, 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 Angriff. Militärlabor. Bam. Das ist schon wichtig. Erwarte Befehle. Jetzt geht's rund. Was soll zerstört werden? Oh ja, Angst drauf. Auf die Atombombe täte ich mich schon sehr freuen, wenn ich die sehen würde. Planetenentwicklung abgeschlossen. Was soll zerstört werden? Gibt's wieder Aufträge? Verstärkung ist eingetroffen. Nein. Okay. Okay. Forschung abgeschlossen. Piu, piu, piu. Und dann nichts wie dahin. Zeit. Wohin, Commander? Ah, das hat er sich geholt. Ja, böse, böse. Aber da spring ich gleich hin. Hol mir das da. Falls er nicht schneller ist. Und den Eisplanet. Oh, nee, warte, weißt du was? Oh, da gibt's drei. Das ist zu gut, fahren um das Sie nicht fort. Zu holen. Unsere Flotte wird. Ich hol mir den Eisplaneten zu. Jawohl. Ah. Jawohl, Commander. Ich will beides haben. Lass mich mal ganz kurz schauen. Ich sollte Schluss machen. Aber wisst ihr was? Aus Gründen überziehe ich jetzt noch 8 Minuten und schau mal, ob ich beide Planeten noch vereinleiben kann. Die hätte ich nämlich wirklich gern beide. Weil sie einfach gut sind. Soll ich auf ein Dings gehen schnell? Ah, erstmal noch nicht. Kann Verbündete Truppen werden angegriffen. Schon erst das. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Das ist gut. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Das ist gut. Bauwerk komplett. Vielleicht hole ich mir ein zweites Kolonialschiff. Ist doch egal, oder? Nicht ausreichende Metalle. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. So. Wohin, Commander? Phasensprung abgeschlossen. Aber dann kann der dahin. Ich hole mir jetzt hier alles zurück. Ich hab was für dich. Die sind so gut wie erledigt. So. Oh, oh, das sieht böse aus. Was soll zerstört werden? Bestätigt. Okay, da muss ich mich drum kümmern. Nicht ausreichende Metalle. Ah ja, das ist böse. Neue Horizonte erwarten uns. Fahren Sie fort. Übermittlung empfangen. So. Mit so einem Rush hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht war es nicht mal ein Rush. Vielleicht ist es nur ein Push. Aber es tut auf jeden Fall weh. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Melde mich zur Stelle. So. Der bombardiert meinen Planeten. Was für mich zu tun? Und das sollte ich schön verhindern. Zerstört das da, das ist wichtig. Alle Energie auf den Sprung anziehen. Das Schiff werde ich nämlich vorerst nicht vernichten können. Er müsst springen. Wohin, Commander? So, der Planet gehört mir, das ist gut. Übermittlung empfangen.
Ob ich den benutzen kann, ist dann eine ganz andere Frage. Verbündete Truppen werden angegriffen. Der Feind ist auf unsere das Verstärkung jetzt. Greift in die Schlacht. Der Feind ein. Ist bei mir vor allem. Nur schnell! Jetzt geht's rund. Ja, das sollte jetzt besser abhauen. So wird Raumschrott gemacht. Was soll zerstört werden? Zeit ist knapp. So. Ich bin halt eher so ein Ökonom, wo ich sage, ja, ich öffne jetzt das Spiel so und so und dödödöm. Jetzt geht's rund. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Fahren Sie fort. Aber warte, wenn der sich dahin zurückzieht, sollte ich nicht mit dem Typen dahin latschen. Wo ist denn das andere Schiff? Erwarte Befehle. Da. Zeit ist knapp. Zusätzliche Credits benötigt. Ich würde lieber forschen. Ich würde lieber irgendein starkes Schlachtschiff. Corvette? Weiß nicht. Na. Der Titan wäre Bombe, aber. Vielleicht mal hier auch einfach. Einfach ein größeres Offiziersschiff. Ja, 9%, ich will noch nicht. Wenn es sich vermeiden lässt. Ich warte lieber noch ein bisschen. Aber ich kann mal hinterher springen, gucken, was geht. Und ich kann ja zum Beispiel meine Hülle verbessern, Panzerung oder sowas. Oder hier. Hüllenpunkte verbessern. Strahlenwaffen verbessern oder so. Oder Laser. Ne, so ein bisschen Powerforschung. Forschung abgeschlossen. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Jawohl, Commander. Da geht's schon gut zur Sache, ne? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Dann bauen wir hier noch 2 Abwehrbatterien hin. Ich habe keine Ahnung, für wen es gut ausschaut oder schlechter oder was weiß ich. Fahren Sie fort. Keine Ahnung. Erwarte Befehle. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich mir das einverleiben kann. Zeit ist knapp. Höchste Zeit. Vielleicht kann ich mir den Evakuierer holen. Jetzt geht's rund. Schauen wir gleich mal. Verbündete Truppen werden angegriffen. Weil so viele Schiffe hat er hier auch nicht. Zeit ist knapp. Eine verbündete Flotte. Gut, er hat Antimaterie, das ist sein großer Vorteil. Aber. Ab jetzt! Geben Sie den Befehl! Das Schiff haut ab. Zeit ist knapp. Die Frage ist, gewinne ich das? 3013 könnte knapp werden. Nur schnell! Jetzt geht's rund! Aber ich muss mal gucken. Meine Hülle hat schon Schaden erlitten. Seine noch gar nicht, dafür sind die Schilde ein bisschen rund. Aber die Hülle ist wichtiger als Schilde, das ist das Problem. Ich weiß noch nicht, muss mal gucken. Ab. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Forschung abgeschlossen. Ja, ich hätte da sehr Lust drauf, dieses Schiff zu zerstören. Werden? Ich hoffe, mein Schiff überlebt es. Gibt's was für mich zu tun? Eins habe ich verloren, ich muss nach ausbilden. Ich brauche mehr Truppen. Wenn ich das gewinnen will, das Geplänke. Weitere Forschung nötig. Muss ich mehr Truppen ausbilden. Forschung abgeschlossen. Ja. Geht nicht anders. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Jawohl, Commander. Zeit ist knapp. Komm schon. 2000 Nur gegen schnell. 2,5. Melde mich zur Stelle. Könnte klappen. Es könnte klappen. Bauwerk komplett. Ah, da ist schon die. Ach, die ist schon draufgeflogen, die Atombombe. Oh, schade. Aber er nimmt Eine mehr Schaden. Flotte ist eingetroffen. Kann ich noch irgendwas forschen, um mir hier zu helfen? Ja, womöglich kann ich es. Geben Sie den Befehl. Melde mich zur Stelle. Weitere Forschung nötig. Weitere nötig. Zeig her, die Schlacht will ich noch gewinnen. Nur schnell! Zeit ist knapp. Die Frage ist, wird er abhauen oder nicht? Da habe ich Nur Angst schnell. Und ich renne jetzt ein bisschen Aufgepasst. Näher. Nicht, dass Verbündete er dann doch noch entschließt abzuhauen, dann kann ich nämlich besser verfolgen. Gibt's was für mich zu tun? Ich tue mein Bestes. Ja, tu das Wohin, mal. Wohin, Commander? So, der gehört mir. Jawohl, Commander. Der gehört keinem, den hole ich mir. Forschung 2000 gegen 1700, das sieht gut aus. Was soll das sieht zerstört gut werden? Aus. Level 2 gegen Level 2, das kann Zeit ich schaffen. Ist knapp. Und ich forsche. Oh, wie ich forsche. Bam, noch mehr Schaden. Was macht das? Fregatte, Kommandokreuzer, was ist denn das? Das ist ein Panzerkreuzer.
Der hat Raketen- und Laserschaden. Und das ist Laser, ne? Laserverstärkung. Alle Sternbasen, alle Großkampfschiffe. Na also. Was soll zerstört werden? Ich glaube, das schaffe ich. Und Atombombe, komm schon. 85, dann geht's los. Ich will die sehen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Sieht doch gut aus. Was jetzt? Boah, der hat eine Flotte. Hui. Also ihr habt definitiv recht. Die KI würde mich in einem 1 gegen 1 so definitiv besiegen, weil ich sehr, sehr langsam eröffne. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Sehr geldorientiert, sage ich mal. Und ob das klappt, ist echt fraglich. Aber mit Verbündeten zusammen ist es wiederum machbar. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Nur schnell! Haben wir es geschafft? Ist das Schiff tot? Steht immer noch. Ah, er will abhauen. Schnappt sie euch! Nicht mit uns. Was soll zerstört werden? Kommt schon. Aufgepasst! Forschung abgeschlossen. Aufgepasst! Gibt's was für mich zu tun? Hinterher! Bestätigt! So wird Raumschrott gemacht! Kommt schon! Was jetzt? Eine neue Kolonie wurde gegründet. Haut das Schiff kaputt. Piraten sind unterwegs. Ich bestätige, ja. Komm schon. Ja. Bauwerk komplett. Das ist Nummer 1 Priorität. 12 Leben noch. Ah. Und Level Up. Bessere Atomrakete. Nice. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Sieht gut aus. Und wir haben den Eisplaneten. Verbündete, ich würde sagen, werden angegriffen. Ja, jetzt wollen sie auf mich den Piraten, die Piraten hetzen. Können sie gerne. Wohin, probieren. Commander? Läuft. Ah, das gehört jetzt ihm, okay. Den ziehen wir dann zurück. Übermittlung empfangen. Die gehen dahin. Alle Energie auf den Sprung an. Und dann bin ich jetzt erstmal fertig. Puh, das ist spannend. Also so macht es wirklich Spaß. Das ist schon heftig. Ich bin jetzt aber erstmal durch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Foreign Invasion. Richtig geil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.